liebe Ursula von der Leyen, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Europäischen Parlament, dem Deutschen Bundestag, dem Niedersächsischen Landtag, aber vor allem Sie, meine Damen und Herren, herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Schön, dass Sie heute Nachmittag alle da sind. Sehen Sie, und zur Meinungsfreiheit in Deutschland gehört auch, dass man Menschen dabei hat, die nur den Kehlkopf benutzen und nicht den Kopf. Das gibt es auch. Ich möchte ein ganz herzliches Wort des Dankes sagen an Ursula von der Leyen. Liebe Ursula, du hast eine große Rede gehalten. Du hast aufgezeigt, worum es geht bei dieser Wahl zum Europäischen Parlament. Du hast zurückgeblickt und du hast nach vorn geschaut. Ich habe mich erinnert gefühlt an meine erste Wahl in das Europäische Parlament. Wir wählen jetzt am 9. Juni zum 10. Mal das Europäische Parlament in direkter Wahl. Ich war 1989 beim dritten Mal dabei und war damals der jüngste deutsche Abgeordnete, der in das Europäische Parlament gewählt wurde. 1989. Ich hätte mir 1989 nicht vorstellen können, was im Herbst des Jahres noch geschieht. Dass da plötzlich die Mauer fällt in Deutschland. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass 1990, ein Jahr nach diesen Wahlen zum Europäischen Parlament, die deutsche Einheit möglich wird. Und meine Damen und Herren, ich hätte mir nicht vorstellen können, dass wir nach dieser Zeit der Überwindung der deutschen Teilung, der Überwindung der Teilung unserer Hauptstadt, der Überwindung der Teilung in Europa, wir noch einmal über Krieg und Frieden sprechen müssen. 1991 hat einer der bekanntesten, weltweit bekanntesten Politikwissenschaftler, Francis Fukuyama, ein Amerikaner, japanischstämmig, in New York lehrend, ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel Vom Ende der Geschichte. From the End of History hieß der englische Originaltitel. Was hat er für eine These aufgestellt? Er hat die These aufgestellt, wir leben nach dieser Zeitenwende 1990 jetzt in einer Zeit, in der es nur noch Frieden, Freiheit, Demokratie und Marktwirtschaft gibt. Alle Politiker, die jetzt ins Amt kommen, die werden nur noch ganz kleine Stellschrauben zu drehen haben. Die großen Entscheidungen der Menschheitsgeschichte sind alle getroffen. Und es wird nichts anderes mehr geben als eben Frieden, Freiheit, Demokratie und Marktwirtschaft. Ja, meine Damen und Herren, dieses Ende der Geschichte, das Francis Fukuyama damals beschrieben hat, war nicht das Ende der Geschichte. Es war eine Episode unserer Geschichte. Und diese Episode unserer Geschichte ist jetzt zu Ende. Man kann es sogar auf ein Datum beziehen. Es war der 24. Februar 2022, der Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine. Dieser Angriffskrieg in Europa, den niemand von uns sich hätte noch einmal vorstellen können. Zeitenwende hat der Bundeskanzler dies in seiner Regierungserklärung genannt. Übrigens eine Regierungserklärung, Tilman Kuban und Henrik Hoppenstedt waren dabei, nach der alle Fraktionen des Deutschen Bundestages, außer ganz links und ganz rechts, aufgestanden sind und minutenlang Beifall geklatscht haben. Wir auch. Wir drei, ich. Beifall. Zu einer Regierungserklärung eines Bundeskanzlers, den wir drei nicht gewählt haben. Beifall. Zeitenwende. So, meine Damen und Herren, heute ist es 2 Jahre später. Was ist denn aus dieser Zeitenwende geworden? Ja, wir haben 100 Milliarden Euro mehr Schulden gemacht für die Bundeswehr. Wir stehen dazu, und ich sage das hier in Wunsdorf, in einem der großen Bundeswehrstandorte, in einer Region, die wie wenig andere auch von Soldatinnen und Soldaten und ihren Familien geprägt ist. Lassen Sie mich das an dieser Stelle auch einmal sagen. Und vor allen Dingen, wenn unter Ihnen Angehörige und Teile der Streitkräfte sind. Herzlichen Dank für diesen großartigen Dienst, den Sie in 70 Jahren Bundesrepublik Deutschland in der Bundeswehr für unser Land geleistet haben. Und wir wissen,
Wir wissen, die Union, dass wir da manches hätten besser machen müssen. Das machen wir jetzt. Und wir sind deswegen einig gewesen mit der Bundesregierung, dass wir diesen Weg jetzt gehen müssen. Aber ist Zeitenwende damit erschöpft? War das alles? Oder müssen wir uns nicht vielleicht doch einmal vollkommen neu ausrichten mit unseren politischen Prioritäten? Wir, damit meine ich nicht nur Deutschland, sondern mit wir meine ich auch Europa. Und liebe Ursula, lass mich das an dieser Stelle so deutlich sagen, wie ich dir auch schon im persönlichen Gespräch gesagt habe. Vielen Dank dafür, dass du diese Zeitenwende auch in der Europäischen Union eingeleitet hast. Auch Europa muss sich neu ausrichten und muss neue Prioritäten setzen. Die Sozialdemokraten wollen es nicht, die Grünen wollen es nicht, die AfD und andere ohnehin nicht. Ja, wir Christdemokraten, die europäischen Christdemokraten, sind diejenigen, die diese Zeitenwende mit Ursula von der Leyen an der Spitze auch in der Europäischen Union eingeleitet haben, meine Damen und Herren. Und dafür möchte ich dir, Ursula, ein ganz herzliches Wort des Dankes sagen. Du machst in dieser Europäischen eine wirklich großartige Arbeit. Prioritäten zu setzen, meine Damen und Herren, heißt. Und deswegen bin ich auch den vielen CDU-Mitgliedern dankbar, dass sie diesen Weg jetzt mitgegangen sind. Prioritäten zu setzen heißt, jetzt zu sagen, was wirklich wichtig ist. Und wichtig, meine Damen und Herren, am wichtigsten heute und jetzt ist, dass wir auf diesem europäischen Kontinent, dass wir in dieser Europäischen Union die Freiheit bewahren. Nicht allein den Frieden, ja, den Frieden auch, aber vor allem die Freiheit. Lassen Sie mich das mal sehr zugespitzt sagen. Frieden gibt es auf jedem Friedhof. Freiheit gibt es nur da, wo wir für die Freiheit kämpfen. Und Frieden gibt es nur da, wo Freiheit da ist, vorhanden ist, in jedem Land, in jeder Gesellschaft, auf jedem Kontinent und Sie können sogar sagen, in jeder Familie. Freiheit ist für unsere offene Gesellschaft das Allerwichtigste. Und nur da, wo Freiheit besteht, ist auch Frieden möglich, meine Damen und Herren. Das muss die Botschaft der Zeitenwende sein in Deutschland und in Europa. Vor lauter Angst vor dem Regen jetzt schon davongelaufen wären, da hinten mit ihrem schönen Schild. Freiheit in der Welt. Rate ich Ihnen, fahren Sie nach Moskau. Sie können da immer noch hinfliegen. Müssen Sie über Istanbul fliegen, da können Sie hinfliegen. Und halten Sie mal dieses Schild Frieden und Freiheit in Moskau auf dem Roten Platz hoch. Da werden Sie sehen, wie lange Sie dafür Zeit haben. Ein Rückflugticket würde ich Ihnen nicht empfehlen zu buchen. Das werden Sie nicht brauchen. Dieses Schild können Sie nur hier hochhalten. Bei uns, da wo Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Bürgerfreiheit bestehen. Da gilt das. Und dass Sie so etwas sagen und fordern, diese Freiheit auch der Andersdenkenden, die verteidigen wir hier in Deutschland. Und wenn es der größte Unfug ist, Sie können es hier sagen. Sie können sogar laut dazwischenrufen. Das können Sie alles machen in einem Land, in einem Kontinent, der Freiheit das wichtigste Gut nennt, das für eine menschliche Gesellschaft und für eine staatliche Ordnung erforderlich ist. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, geht es bei dieser Europawahl. In diesem Sinne geht es bei dieser Europawahl um sehr viel. Es geht um Freiheit und Frieden. Es geht aber auch um den Wohlstand der Menschen, die in Europa leben. Wir haben gestern in Berlin 75 Jahre Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland gefeiert. Und das war ein Grund zum Feiern. 75 Jahre Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Wir können stolz sein auf diese Verfassung. Wir können stolz sein auf dieses Land, das erst überhaupt durch dieses Grundgesetz so wurde, wie es heute ist. Aber meine Damen und Herren, von diesen 75 Jahren Bundesrepublik Deutschland haben wir, die CDU und die CSU, über 50 Jahre
die politische Verantwortung in Deutschland und für Deutschland getragen. Die wesentlichen Grundentscheidungen dieses Landes, unseres Landes, verbinden sich mit uns, mit den deutschen Christdemokraten. Und weil das so ist, meine Damen und Herren, will ich Ihnen dies aus unserer Geschichte sagen. Das alles war nur möglich, weil wir eine feste Verankerung in Europa gesucht haben und gefunden haben, aufgenommen worden sind, wieder in die zivilisierte Völkergemeinschaft der westlichen Welt und eben nicht denen gefolgt sind, die etwas anderes wollten, die Neutralität wollten. Die wollten, dass Deutschland irgendwo so dazwischen eine Mittlerrolle wahrnimmt. Nein, nein, wir haben von Anfang an zu diesem politischen Westen gehört. Und weil diese Entscheidungen so getroffen worden sind, und David McAllister hat die Namen genannt, Konrad Adenauer, Helmut Kohl, Angela Merkel waren die großen Kanzler der Union. Meine Damen und Herren, weil das Erbe heute so auf dem Spiel steht, kämpfen wir jetzt so für diese Wahlen zum Europäischen Parlament am 9. Juni. Ich hätte mir auch das nicht vorstellen können, dass wir noch einmal die Grundfreiheiten dieser Europäischen Union gegen linken und rechten Populismus verteidigen müssen. Ich bin 1989 mit den Republikanern in das Europäische Parlament gekommen. Der Mann hieß Franz Schönhuber. Er hatte eine Sendung beim Bayerischen Rundfunk, die hieß Jetzt red ich. Und mit der Sendung hat er es sogar ins Europaparlament geschafft. Aber schon ein Jahr später war der Spuk mit diesen sogenannten Republikanern wieder vorbei, als es darum ging, die deutsche Einheit zu gestalten und sie fest in Europa zu verankern, meine Damen und Herren. Genauso muss der Spuk mit diesen Rechtspopulisten, die wir heute sehen und bedauerlicherweise auch hier sehen heute, genauso muss dieser Spuk auch wieder beendet werden. Diese Partei, ich will es sehr deutlich sagen, ist nicht die Alternative für Deutschland. Diese Partei ist der Abstieg für Deutschland. Wirtschaftlich und Thank you.